Die Symptomstärke bei Vorhofflimmern ist unterschiedlich. Es gibt durchaus Patienten, die Vorhofflimmern gar nicht spüren, und es gibt Patienten, die Vorhofflimmern so stark spüren, dass sie in ihrer Alltagsbewältigung komplett eingeschränkt sind. Also es gibt durchaus, gerade bei jungen Patienten, gibt es die Situation, dass Vorhofflimmern tatsächlich auch zur Arbeitsunfähigkeit führt, wenn diese Anfälle kommen, dass die Betroffenen tatsächlich krank im Bett liegen und nichts machen können. Auf der anderen Seite eben auch Patienten, die es gar nicht spüren. Wir wissen inzwischen, dass Vorhofflimmern auf lange Sicht über die Jahre, Jahrzehnte betrachtet die Mortalität steigert. Also es ist offenbar ein Mortalitätsfaktor, der das Leben verkürzt. Das wissen wir inzwischen. Und was wir natürlich auch in unserer täglichen Praxis sehen, ist, dass Vorhofflimmern ganz konkret Schlaganfälle verursacht und auch ganz konkret zur Herzschwäche führen kann. Die Möglichkeiten der Behandlung von Vorhofflimmern sind heute so weit, dass wir auch in vielen Fällen sagen können, wir können Vorhofflimmern heilen. Wir haben das früher, haben wir das unterdrückt mit Medikamenten, mit sogenannten Antiarrhythmika, dadurch die Vorhofflimmerhäufigkeit unterdrückt, die Häufigkeit der Anfälle. Und heute können wir mit Fug und Recht behaupten, dass wir in vielen Fällen tatsächlich mit einer Katheterablation, selten auch einer herzchirurgischen Operation, das Vorhofflimmern tatsächlich heilen und eben beseitigen können.